Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einem neuen minimalistischen Spiel. Und zwar diesmal wirklich minimalistisch, aber ich glaube ganz cool. Wir spielen das Spiel Freeways, in dem wir einfach mit der Maus Straßen ziehen müssen. Aber so, dass der Verkehr effizient fließt. Da legen wir einfach mal los. Ich glaube, ich fand es ganz interessant. Ich habe so ein Video gesehen. Es ist wirklich minimalistisch, aber durchaus cool. So, wir sehen jetzt, die Autos fahren hier durch. Und jetzt müssen wir weitermachen. You must connect all the roads to all the other roads. Ja, ja, ist ja klar. Gut. Also, jetzt ist die Frage, wie bauen wir das hier auf? Irgendwie kannst du nachgucken. Genau, hier drauf, wo die hin sollen. Ja, logisch, hier beide. Die wollen natürlich dahin und die wollen dahin. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ja, so nicht. Man kann ganz einfach hier unten noch drauf drücken und dann sagen, alles wieder weg. Man kann leider nicht einzelne Schritte löschen. Also, wenn man sich verbaut hat, muss man alles nochmal neu löschen. Aber das kriegt man auch hin. Das Problem ist halt, gerade Straßen zu ziehen, um das irgendwie hinzukriegen. So, und dann würde ich sagen, machen wir das einfach so. Jetzt, das heißt, dass es verbunden ist. Und hier, linke Maustaste, dann hat man eine Erhöhung. Und wieder runter und dann gehen wir hier drauf. So, Network complete. Jetzt können wir hier auf die Uhr klicken und einfach mal gucken, wie gut der Verkehr so läuft. Der simuliert das jetzt einfach mal. So, 225 Durchschnittsgeschwindigkeit oder Traffic Flow oder Durchschnittsgeschwindigkeit 107 km/h. Concrete used 3820 Tonnen Beton genutzt für die Brücken und die Straßen. Oder Concrete, ist das Asphalt? Aber eigentlich ist Concrete Beton, glaube ich. Auf jeden Fall Straßenbelag genutzt. Und Complexity Factor 8. Was ist Complexity Factor? Keine Ahnung. Wie komplex das ist halt. So. Wo was er genau damit Complexity Factor weiß, weiß ich jetzt gar nicht. So, Map-Button. Und dann können wir eine weitere Region auswählen, in der wir bauen wollen. Wie gehen wir hier? Machen wir hier weiter. Und hier haben wir jetzt hier vier Straßen, die wir verbinden müssen. Ich würde mal was ausprobieren. Ich mache jetzt mal ein klassisches deutsches System. Gut, ich bin ein bisschen krumm, ne? Aber gerade ist das noch gerade zu schwer hinzukriegen. Wo man schnell zieht, geht's besser. Oder auch nicht. Nochmal. Ja. Versuchen noch möglichst gerade zu ziehen, damit die nicht so abbremsen müssen. Ist auch egal. Es geht nicht darum, schöne Straßen zu bauen. Das erinnert mich irgendwie an. Kennt ihr noch Cities. Wer hat das Projekt Cities Skylines Projekt bei mir mal gesehen? Die alten Cities Skylines Projekte, wo ich auch so total krumme Autobahnnetzwerke gebaut habe und so. Das war witzig. So. Rechte Maustaste. Hier rüber. Ich würde jetzt mal das klassische Kleeblatt nehmen. Wer jetzt. Also, vielleicht kennt ihr das ja jetzt zum Kleeblatt Autobahnkreuz. So, dann hier rauf. Oder machen wir das Kleeblatt oder machen wir so? Nee, ich würde das gar nicht. Ach nee, machen das anders. Ich würde das anders machen. Also nochmal. Nochmal verbinden. Ich will nämlich eigentlich ein deutsches System ausprobieren. Und das wäre folgendermaßen. Also erstmal wieder die vier verbinden, das ist klar. Und dann brauchen wir nämlich, hier müssen wir nochmal, ach scheiße, da haben wir zu wenig Platz gelassen, weil ich glaube, hier kommen wir nicht runter durch. Und da müssen wir drauf achten. Ja, ich weiß, das, ich werde es nochmal öfter mal wieder wegreißen. Aber ich möchte hier genug Platz haben, um da noch eine Straße runter durchzukriegen. Das war jetzt hier, ja, das heißt, man reißt die ganzen Sachen öfter weg. Das kommt durchaus vor. Ja, ich würde das auch nicht so krumm bauen. Gar nicht so leicht, hier ein blödes Autobahnkreuz aufzubauen. So. Nein, ich wollte doch viel mehr. Nochmal. Also, warum reiße ich das gerade die ganze Zeit wieder weg, fragt ihr euch? Weil ich hier deutlich mehr Platz haben will für eine Brücke. Da müssen vier Straßen runter durch. Hier müsste reichen vom Platz her. Dann habe ich hier eine Brücke. Bis ungefähr hier. Und dann hier wieder runter. Das sollte reichen. Dann ziehen wir das hier raus. Ziehen jetzt hier nochmal eine Brücke entlang. Und gehen dann hier wieder rein. Ja, gut geht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen krumm da unten, aber egal.
Genau. Der werdet ihr fragen, warum, was macht er da? Ich mache dieses deutsche typische Autobahnsystem. Und ihr werdet gleich sehen, was ich mache. Also ich möchte hier dann die Sachen nochmal extra verbinden, dass sie so eine extra Straße haben und sich nicht direkt darauf gehen. Das ist nämlich der Nachteil an dem Kleeblatt. So, zack. Das Problem ist nur, wir werden jetzt mehr Concrete usen. Ich weiß nicht, ob was. Ich glaube, man darf nicht zu viel nutzen. Ich möchte es trotzdem mal ausprobieren, so wie ich es vorhabe. Also, das haben wir jetzt verbunden. Jetzt muss ich nachdenken. Wie habe ich das vorgehabt? Also hier, so runter, genau. Hier würde man ja dann so runterkommen. Nein. Hallo. Ach, ja gut, jetzt habe ich das falsch. Ja gut, ich hoffe, das geht irgendwie. Ich wollte es einfacher machen. Ich hätte es einfacher machen sollen. Ich habe wieder zu kompliziert gedacht. So, dann haben wir das schon mal alles miteinander verbunden. Gut, dann kommen die da rein. Müssen die dann von hier auch noch auf diese Straße hier hinten kommen. Zum Beispiel hier drauf. Gut, jetzt staut sich das hier schon an der Autobahn. Ist natürlich nicht gut. Fahren die jetzt alle hier durch? Warum fahren die alle hier durch? Ist das schneller jetzt für die? Nee, doch, die fahren auch da. Gut, in Ordnung. Ich hätte jetzt gedacht, dass die das dann direkt hier einordnen können. Und dadurch diese Hauptverkehrsachse nicht direkt belastet wird. So, wir haben jetzt, welche Richtung haben wir fertig? Die muss noch dahin. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Das wird alles eine sehr aufwendige Sache. Na, oder auch nicht. Machen wir es so. Ich glaube, das wird nicht so gut, was ich jetzt vorhabe. Das wird viel zu aufwendig. Ich möchte gleich mal gucken, wie der Traffic Flow ist. Wenn wir jetzt hier durchgehen, das ist in Ordnung. Die müssen beide Seiten noch verbinden. Ne, wir machen mal ein klassisches Kleeblatt. Das ist mir jetzt... Ich habe eine andere Idee gehabt, aber wir machen ein klassisches Kleeblatt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich gerade vorhatte. Ich hatte vor, so ein deutsches Autobahnkreuz zu bauen. Das heißt, wo man dann extra eine extra Spur hat, wo der Verkehr wieder drauf fließt und wieder runter fließt. Aber... Ich glaube, für das Level ist auch immer ein normales Autobahnkreuz, ein normales Kleeblatt möglich. So, also wir brauchen das hier. Genau. Dann hier. Dann hier. Dann hier. Gut, das haben wir jetzt. Das sind die vier Richtungen. Jetzt müssen wir da noch hin. Und dann müssen wir hier rüber. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da jetzt noch rüber? Ach, hier. Geht auch, sehr gut. Dann fahren die Autos hier auch entlang. Dann haben wir das angebunden. Und hier muss noch angebunden werden, okay. So geht's auch. Ist nicht das Effektivste. Wo fehlt denn noch? Hier, okay. Also die müssen von da noch nach da hinten kommen. Komplizierte Autobahnkreuze, kann ich. Das heißt, wenn die hier rausfahren würden, dann hier kommen wir auch nicht runter durch. Das heißt, wir müssen die dahin verbinden. Na, vielleicht hier rüber. Also hier die mit rausfahren lassen. Und dann hier drauf verbinden. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Ja, geht sogar, ne? Ja, passt. Also hier staut sich ein bisschen, weil hier zu viele aufeinandertreffen. 73. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir gehen mal zurück auf die Map. Interessantes Autobahnkreuz hier, muss man ja sagen. Wollen wir mal... Wir machen mal hier oben weiter. So, wir haben jetzt ein Dreierkreuz. Gut, das sollte dann möglich sein. Was wir hier jetzt machen. So, dann würde ich sagen... Ach nee, jetzt habe ich... Nee, andersrum, ja.
So, also, wir machen hier die 11 verbinden wir mit der 17. Auch wenn das jetzt eigentlich die... Das eigentlich die 17 wäre, aber dann zweigt der so ab. Gibt's auch im Autobahnnetz, dass einfach die eigentliche Autobahnnummerierung auf der Abzweigung weitergeht, sozusagen. So, also wir müssen jetzt hier auf jeden Fall hoch. Und jetzt gehen wir wieder runter. Ja, perfekt. Dann gehen wir hier hoch, hier rau durch. Gehen dann hier hoch. Gehen dann hier wieder runter. Hier durch. Und dann hier. Hallo? Ja, gut. Okay, und jetzt einmal Traffic Flow. Der sollte relativ gut sein hier auf der Strecke. Tatsächlich wird die 11 mit der 17 noch am meisten genutzt. Sieht man das irgendwie, wo der am meisten der Traffic Flow ist? Weiß ich gar nicht. Dass man sieht, wo welche Autos am meisten langfahren? Nee, will ich gar nicht hin. Geht auf die Map. Wir gehen mal hier hin. Ach, das ist auch ein interessantes Level hier. Müssen wir ums Haus rum. Hier würde ich mit dem Kreisel mal probieren zu arbeiten, ehrlich gesagt. Ich weiß, das ist nicht das effektivste in dem Spiel. Hallo? Na, irgendwie will das manchmal nicht verbinden. So. Machen wir es anders. Ziehen wir zuerst einen Kreisel. Ja. Ziehen das dann da drauf. Hallo? Ja, jetzt hat er verbunden. Ja. Und jetzt mal durchlaufen lassen. Gut, ein Kreisel ist jetzt so halb effektiv, wie man sieht. Ist jetzt keine super Anbindung, aber solange es funktioniert. Ja, 19 km/h. Naja. Es gibt, glaube ich, effektivere Möglichkeiten. Man kann das ja immer noch später mal umbauen. So, dann haben wir das hier. Das ist irgendwie ein Wohngebiet oder Industriegebiet oder so, was wir hier anbinden müssen. Die wollen auch überall hin, ne? Ja, genau, die müssen wir überall anbinden. Das heißt, hier haben wir die 20. NBV Highway, okay. 20. Das ist hier die 20. Na, einfach mal weg. Wir verbinden mal die 20 miteinander, würde ich sagen. Ach, die 20 geht auch interessant weiter, weil die geht hier immer so. So. Also wir müssen die 20 eh rüber verbinden, so. Ach nein, wollte ich gar nicht. Warum kann ich denn hier jetzt keine Brücke gerade bauen? Und wenn ich jetzt hier eine Brücke bauen will, macht das irgendwie nicht. Können wir keine Brücken bauen hier? Nee, ich glaube, ich keine Brücken erlaubt in dem Level. Ah, okay. Das ist ein Level ohne Brücken. Ja, dann müssen wir Kreise bauen, ne? Das andere fällt mir jetzt wieder nicht ein. Ja. Das ist halt ein Kreisel, der halt nicht super effektiv. Eigentlich gar nicht effektiv. So. Nein. Ah. Ich wollte hier noch eine Verbindung bauen. Dass man hier sozusagen das noch nutzen kann. Dass die Autos hier lang wollen, gar nicht den Kreisel benutzen. Gibt es ja auch oftmals einen Kreisel. Hier habe ich jetzt Quatsch gebaut, das wollte ich gar nicht so bauen. Obwohl, wenn ich das jetzt hier... Okay. Mal gucken, ob wieder gut das funktioniert. Na, so ein bisschen sorgen wir da schon für, dass der Verkehr sich auch erholt. Ich würde sagen, wir machen eine Sache noch ganz kurz. Das als eigene Verbindungskurve. Hallo. Irgendwie manchmal jetzt fährt er natürlich, glaube ich, ist ganz seltsam da unten. Nee, geht sogar, okay. Jetzt sollte die Effektivität ein bisschen höher sein. Hier hinten ist noch schwierig. Okay, ja gut, besser kriegen wir es jetzt noch nicht hin. Wir gehen mal zurück auf die Map. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwelche Mindeststandards überhaupt erfüllen müssen. Ja, okay. Perfekt. Dann bauen wir hier Mountain weiter. Wie spät haben wir das denn? 14 Minuten. Ja, ich würde sagen... Dann machen wir in der nächsten Folge weiter, hier in dem Level. Mal gucken, was wir hier am effektivsten bauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.